Hallo YouTube, die Nummer 3. Wir machen Fortschritte. Wir haben ein Bett, wir haben eine Kiste, wir haben ein wenig Eisen, wir haben einen Eimer mit Wasser, wir haben eine Endlosquelle gemacht. Wir haben uns ein Feld angelegt und hoffen jetzt natürlich auch mit den Bäumen Glück zu haben. Wir joinen direkt ins Spiel zurück. Da steht auch schon ein Baum. Läuft. Am Start sind nach wie vor MC Gamer. Ich glaube, Rock Abby ist auch noch da. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was ist mit Sangarius? Ist er da? Das packen wir jetzt mal da rein. So. Ja, wunderbar. Wie schaut es aus an die Wissenden? Kommen Äpfel und Stöcke auch hier raus, wenn ich die Büsche mit der Axt so wegmache? Oder muss ich da warten, bis sie von selbst weggehen? Also kommen auch, wenn ich sie wegmache. Okay. Dann war das ein sehr apfelloser Baum, muss ich ja mal sagen. Stimmt. Danke, Sangarius. Ich spreche den Namen heute irgendwie immer anders aus. Was ist heute los? Ganz schlimm. Säblinge? Was sind Säblinge? Ach, Setzlinge meinst du? Ja, okay. Setzlinge finde ich eigentlich kommen mehr wie Äpfel. Also Stickies kommen viele, dann kommen schon Setzlinge und dann kommt erst Apfel. Ah, du meinst sogar, dass Setzlinge mehr kommen. Ja, da hast du recht. So. Dann setzen wir doch hier nochmal 3 hin. F war das, ne? Ja. Jetzt würde ich sogar glatt nochmal in die Höhle reinjumpen hier. War das die? Ne, das war nicht die Höhle. In die andere Höhle. Um noch ein bisschen Eisen zu bekommen. Ach, hier ist so eine Höhle direkt. Ich war eben in so einer, ne? Komm raus, ja komm, ja komm, ja komm, ja komm, ja komm, hi. Nein, ich brenne mal. Oh. Okay. Schön die P-Steinchen mitnehmen. Da ist wieder Kohle. Ich höre Zombies. Weil die Zombies echt eigentlich nicht schlimm sind. Das Schlimme sind halt diese Fuck-Creeper, ne? Der da! Ey, ich spreche das aus und er kommt. Okay, jetzt hat man... Weg. Ja. Oh. Ja, okay. Kann ich auch gleich noch holen. Wir brauchen erstmal Metall. Eisen. Oh, eine Fledermaus, okay. Die greift uns sogar nicht an. Hab den Skelettboy gesehen. Okay, danke fürs Eisen. Runterfallen ist die Disziplin aller Disziplinen. Ja, komm her. Ja, sind da direkt 2. Ich krieg die Krise. Hau ab. Und wir müssen da wieder runter, weißt du?
Okay, hat sich kurz aufgehängt. Okay. Ich würde sagen, läuft bei mir, weil... Ja. Ja, ich weiß, dann kann ich die blocken. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie... Dass da direkt zwei Skelette kommen. Aber ich glaube, ich hatte das Eisen mit dabei. Ich hatte sogar das ganze Holz mit dabei. Oh. Muss man da noch jede Menge zu sagen? Nein. Eigentlich nicht. Ja, ich komme da wieder nicht lebend raus. Es gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. Sonne geht auch schon wieder unter. Jetzt habe ich wieder eine Fackel verbraucht. Kriege ich einen Hass bei sowas? So, wir stellen jetzt einmal eben auf friedlich, weil sonst komme ich da nicht dran vorbei. Jetzt kannst du mich da echt vergessen, so. Ja, die Hölle mag mich echt nicht. Die Hölle, ja. Das ist echt schlimm. Dabei will ich ja nicht mal was Schlimmes. Ich will ja einfach nur... Metallfarm. Mehr will ich ja gar nicht. Ich sollte mir aber auch angewöhnen, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich die Scheiße einfach in die Kiste tue. Wozu habe ich die Scheißkiste, ne? Ich gucke jetzt hier nur noch mal eben schnell nach Metall. Ich weiß gar nicht, warum wir noch mal Eisen brauchten. Warum brauchten wir noch mal Eisen? Also noch mehr Eisen? Ich weiß es nicht. Eigentlich für nix. Da ist noch Eisen. Ja gut, es ist definitiv Minecraft-Musik, ne? Sollte eigentlich, warte mal. Ne, ist nicht. Warum spielt das nicht nur... Ja. Falls es wegen Copyright Probleme gibt, ja. Müssen wir mal gucken. Dass das nicht auf... Dass es nicht automatisch in der Playlist bleibt, ne? Warum komme ich da nicht hoch? So. Ne, da kam ich nicht hoch. Ich musste mich hier irgendwo... Jetzt habe ich die Orientierung verloren, da. Ja, frage ich mich. Ich habe niemals so eine Playlist angewählt, weißt du? Bin ich jetzt oben? Ja, ich bin oben. Kohle. Drittes YouTube-Video und gebannt, das wär's doch, oder?
dann kann man sagen, danke an die Liste. Ich habe auch meine ganzen Level verloren. Ja. Nur wegen so einem Scheiße. Nein? Ich musste doch hier... Ich sag nicht, ich komme schon aus dieser Höhle nicht raus. Kam ich? Ach, ich kam von da. Ich hab mich vorhin das hochgefahren. Da sagen wir jetzt mal nichts zu, oder? So, da haben wir noch Kohle. Natürlich mit. Boah, kann man dieses Bumping ausmachen, ne? Kann man das ausmachen, dass man automatisch auf diese Steine draufspringt, wo man draufspringen könnte, wenn man zu weit nach vorne geht? Chat, kann man das ausstellen? Ja, okay. Und wie? Bitte sag's mir. Machen wir mal noch ein Bäumchen. Ah, okay, Optionen. Steuerung. Ah, automatisch springen aus. Danke. Danke, danke, danke. Oh Mann. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? So, das ist noch nicht fertig. Würde ich jetzt einfach erstmal so machen. Ich brauche unbedingt Futter. So, Kiste. Ich hätte sogar Holz noch gehabt. Okay, wir machen auf jeden Fall auch wieder die... die Fische auf einfach. Weil wir wollen es ja nicht zu einfach haben. So, Wasser brauchen wir erstmal nicht. Kohle können wir da auch tun. So, das ist Andesit. Granit. Ah, da brauche ich noch mehr davon. Okay. Dann packen wir die erstmal alle da rein. Damit ja nichts verloren geht, bauen uns noch eine zweite. Das wäre, glaube ich, am sinnigsten. Nur das anmachen, was ich auch bauen kann. So, machen wir natürlich nur das, was wir brauchen. Ich fange jetzt auch gleich an mit ein bisschen Häuschen bauen, definitiv. So einen schönen Grund. Ich mach mal hier ein bisschen Erde weg. Schön gerade Ebene. Ah.
den Shader, den ich habe. Also im Moment benutze ich den Zeus Renivet 1.01. Man kann auch den Ultra nutzen. Ich glaube, die sind eigentlich recht gleich. Das war aber auch ein Krampf, diese Shader reinzukriegen. Ne? Ich hatte Grafikstil auf schön und dann lassen sich die Shader nicht installieren. Das ist eine Sache. Da kriegst du direkt keinen Bock mehr. Gleich schön eben. Da ist Sticky. Sticky, Sticky, Sticky. Und ein Apfel. Jawoll. Leben ist gerettet. Ich finde das immer noch auch faszinierend, dass mal Bäume wachsen und mal nicht wachsen. Ne? Also wir werden, denke ich mal, auf jeden Fall hingehen und das alles schön eben machen. Die Höhle, die hier runterführt, werde ich wahrscheinlich zubasteln irgendwie. Zubasteln, dass die mir nicht hier aufs Dach steigen. Schönen Keller bauen. Ich habe da schon so ein paar Dinge gesehen, die ich unbedingt ausprobieren möchte. Ah, das ist gut, wenn du den Shader gefunden hast. So, gerade mal gucken. Okay, geht noch. Ah, wir sind jetzt immer so bei 18. Okay, alles klar. 18? Nee, Änderungsdatum. Okay. Da. Das ist noch nicht fertig. Ich will auf jeden Fall mit denen hier will ich mir ein paar Platten machen für den Fußboden. Die finde ich sehen echt geil aus. Als Fußboden. Mit einem schönen Muster. Zu dem anderen. Warum hat er jetzt die Fackel gesetzt? Wahrscheinlich setzt er die Fackel, wenn ich nichts in der anderen Hand habe, ne? Brauche ich noch Andesit, hieß das, glaube ich, das andere. Ist das Andesit? Ich glaube, das ist Andesit, ja. Haben wir doch direkt schon viel Grundlage hier. Das passt doch schon. Die Löcher stopfen wir nachher schön mit Erde wieder. Wir werden noch genug Erde kriegen, um die Löcher wieder zuzumachen. Ich will nur gerade gucken, wie viel Andesit ich hier zusammenkriege. Das war Bruchstein. Ach, das ist Andesit, ne? Ja. Das sind manchmal echt nicht leicht voneinander zu unterscheiden, die Blöcke. Manchmal. Mal wieder Andesit.
Ja, für die Erde ja, aber das ist ja hier keine Erde, das sind noch Steine. Für die Erde nehme ich definitiv eine Schaufel. Als ich das allererste Mal gespielt habe, habe ich alles mit der Picke weggemacht. Ich denke mir, warum dauert das so lange? Warum geht das bei den anderen immer so schnell? Und ich brauche da voll lange für. Warum nur? Ich sag ja. Noob. Noob bleibt Noob. Nein, das hier ist keine Erde. Das ist hier Granit. Gerade eben die Erde habe ich mit der Schaufel gemacht. Sonst wäre ja die Schaufel hier nicht auf Rot. Ansonsten kann ich es mir später noch mal im Video angucken. Ja, ist auch kein ab 18 Stream, alles gut. Und hallo Stefan. Und wieder ein Bäumchen. Was war das? Hallo? Was war das? Also es war augenscheinlich wirklich ein Creeper, aber wo kam der her? Wo kam der? Ich habe den nicht gesehen. Böse, böse. Dabei wollte ich eigentlich nur bisschen Erde hier veranstalten. Ach, Erde veranstalten, Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Polierter Andesit, das war der, genau. Ach. Also Treppen macht man ja nicht so. Und ja, ich klicke alles einzeln, weil dann genau nämlich das passiert. Ja, man kann sich auch dumm anstellen. Gut Nonga, MC Gamer. Da sind wieder Setzlinge, Setzlinge, Setzlinge. Die sind noch nicht fertig, ne? Ach, ich hätte jetzt auch. Ja, egal. An den komme ich nicht mehr dran. Der andere ist gerade verschwunden. So, wir wollen eine Renaissance bauen. Ein sehr, sehr schönes Häuschen. Der kommt auf jeden Fall weg. Das ist hässlich. Aber hier schön geschützt durch die Mauern. So, ich habe mir gedacht, wir machen uns zwei Eingänge. Einmal einen vorderen Eingang, einen hinteren Eingang.
Wir machen so ein leichtes Übereckhaus. Würde ich sagen. Dann brauche ich aber trotzdem Erde. Und so langsam echt was zu essen. Wo seid ihr nur Äpfel? Ich nehme mal den Stapel mit. Und da wächst direkt das nächste Bäumchen. Einmal läuft's, einmal läuft's nicht. Komisch. Wo seid ihr, ihr Äpfel? Ich habe Hunger. Das habe ich gesehen, das war nur ein Sticky. Das war wieder ein Setzling. Auch wieder einer. Ich glaube, Äpfel mögen mich nicht. Ich werde gleich sterben, weil ich keine nichts zu essen bekomme. Weil da keine Äpfel runterkommen. Das sollst du nicht wegschmeißen? Kann ich Tintenfische killen und essen? Wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt wird schon wieder dunkel. Wo ist der Maulesel hier? Tut mir leid. Der hatte nicht mal Fleisch dabei, nein. Och Mann. Hier ist nur eins davon. Es sind zumindest da noch Kühe. Da habe ich mir noch eine Kuhplatte. Ich kann schon wieder nicht schnell rennen. Das wird jetzt gleich schon wieder der Tod sein. Ja, nein, da sind schon wieder die Skelett-Heinis. Nein, geht weg. Ich kann nicht schnell rennen. Geht weg, bitte. Ja, nein. Okay. Okay. Sorry, sonst sterbe ich schon wieder. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Mein Gott. Oh, scheiße. Sorry, aber das ist ja echt unfair stellenweise. Das ist ja mega unfair. Ja, aber ich meine wegen dem Essen, dass du dann nicht mehr schnell rennen kannst, ist klar. Aber ich finde es halt mega unfair, dass... Ich wäre ja gerade ein Hausmann, aber ich finde es halt echt mega, mega, mega unfair, dass du dann so slow bist
und dass sich halt so einfach nichts zu essen findet. Ne? So, das hier ist noch nicht fertig, ne? Okay. Dann müssen wir noch warten. Ich habe das gerade gar nicht mitbekommen. Habe ich keinen Hunger mehr, wenn ich schlafe? Ich habe doch... Was will der von mir? Ich habe doch das... Ach so, rechte Maustaste. Ja, okay, alles klar. Ja, alles klar. Ich stelle mich heute echt an wie ein Vollhaus. Ich weiß, der Horst, der kann nichts dafür. Ah, eine Feigling-Modus. Okay, nee, alles klar. Okay, das ist natürlich nicht meine Intention, aber es ist halt, ich will eigentlich auch nicht immer umschalten. Das Problem ist nur, wenn da echt kein Essen bei rumkommt. Dann ist das halt echt mies. Und die Dinger brauchen ja endlos lange. Okay, der ist immer noch nicht fertig. Ich könnte aber mal wieder ein bisschen was wegtun. So, Pfeile weg. Das erstmal weg. Das auch. Ne, das brauche ich wahrscheinlich jetzt. Das ist das Essen. Stickies brauche ich gleich. Erst das weg. Den Eimer nehme ich mit. So, ich habe jetzt auch gesehen, dass immer noch Strömung da drin ist. Das ist die Strömung. Ach, hier ist die Strömung. Jetzt ist die Strömung. Okay, man macht so kein Brot. Oder ich habe nur zu wenig Weizen wahrscheinlich. So, auf jeden Fall der Grundgedanke war, dass ich auf jeden Fall zwei Eingänge mache.
Wenn das hier alles weg ist, dann ist das ja eher eben, dass ich mir ungefähr hier einen Eingang vorstellen kann. Und ja, es darf gerne ein pompöser werden. Sind es nur drei? Eins, zwei, drei. Ah. Ungerade Zahlen. Das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Ah, okay. Ja, ist nur ein Weizen gewesen jetzt gerade. So würde ich zumindest schon mal damit anfangen. Ich werde angeschrien. Würde ich nämlich dann hier so und so. Zack, 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 zack. War ich überhaupt eine gerade Zahl? 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben nichts von der 7 gehört. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir wollen ja ein ums Eckhaus machen. Das heißt, es wird kein ums Eckhaus, wenn es fertig ist. Doch wird es. Weil wir bauen nach da. Wir bauen trotz alledem nach da dann noch weg. So, wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auf der Fläche. Und kein Andesit mehr. Ach, das Fleisch gibt direkt jede Menge, okay. Wie viel Essen, Steaks, gibt denn das Fleisch? Also ich hatte ja jetzt 4 minus und habe direkt 4 bekommen, nachdem ich das Fleisch gegessen habe. Du kannst nur 8. Okay, das ist natürlich klar. Nehmen wir mal gerade Stickies nochmal mit, denn wir brauchen eine neue Steinschaufel und wir brauchen auch gleich eine neue Spitzhacke. Leder da hoch. Immer noch nur nachts. Der ist auch noch immer nicht fertig, oder? Jetzt endlich.
ganze Zeit am Blinken hier, mein Gott. Ja, okay. So, bei wie viel sind wir? Oh, 40 Minuten. Dann sage ich schon mal erstmal ciao auf YouTube. Nächste Folge kommt bestimmt.